Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pokémon Adventure Chapter Red. Ja, was für ein gelungener Start. Wir sind hier im Wald unterwegs und gucken, was hier Team Rocket denn so treibt. Hier kommen wir nicht lang, dann müssen wir weiter nach unten. Hier ist schon wieder der nächste Rocket, von hier kommen wir. Einen wunderschönen Tag. Darf ich fragen, was sie hier in diesem tollen Wald machen? Okay, dieser Typ hier möchte eigentlich jetzt nicht unbedingt Kinder angreifen, aber... Okay, let's go. Ein Eckhorns. Hier haben wir schon immer schon Pokémon, sieht jetzt nicht so ganz schlecht, sag ich mal. Aber ich rieche Level 9, Freunde. Ich rieche das Level 9. Riecht ihr es auch? Dieses saftige, knackige Level 9. Ernsthaft? Ernsthaft? Meine Verteidigung? Meine wunderschöne Verteidigung? Okay. Bubble! Alles klar, das war nicht mal ein Critical Hit. Sauber. Ja, das reicht doch für Level 9. Bernd geht richtig ab. Okay, wir kloppen uns gut durch. Aber wann kriegt der endlich mal Pokébälle, ey? Wow! Wow, 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 hallo Mew, du bist doch nicht etwa das Phantom-Pokémon, nach dem Team Rocket hier sucht. Okay, hi. Kann ich dich fangen? Okay, es kann sich permanent wegteleportieren. Boom! Ha, damit hast du nicht gerechnet, ne? Willst du kämpfen? Nee, du möchtest offensichtlich nicht kämpfen, oder? Ah. Ja, daran erinnere ich mich nämlich auch noch ganz gut, dass sie am Anfang versuchen, Mew hier irgendwie zu fangen. Okay. Wow. Ey, yo, blau oder grün oder wer du jetzt hier auch immer bist, ob das jetzt die japanische oder die europäisch-amerikanische Version ist, ich... Hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Jawohl, ey. Ah, okay. Du bist hier offensichtlich grün. Bei uns besser bekannt als blau. Okay, Lumanda und Mew bellen sich richtig hart. Ey, was machst du da, Junge? Kann Kasper aufpassen, ey? Das schaffst du sowieso nicht. Hier, komm. What? Bernd! Bernd, pass bitte auf, ey. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt richtig auf die Schnauze, oder? Habe ich Pokébälle? Na komm, ey. Ey, Leute, ich habe einen Trank. Ich greife mal an. Bubble! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das geht eigentlich, ne? Ich habe ja noch die Beere, oder? Warte mal, habe ich noch die Beere? Ich habe noch die Beere, alles klar. Easy. Easy, gar kein Problem. Ich glaube, im Manga... Ich weiß gar nicht, was im Manga passiert ist. Ich glaube, Rot hat auf die Schnauze bekommen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Safeguard. Okay. Das sieht relativ machbar aus bisher. Ich greife einfach mal dezent weiter an. Hi. Jetzt sollte ich wahrscheinlich auf Fund wechseln, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Aua! Alter! Also, ich würde jetzt gerne sowas wie ein Pokéball werfen, aber ich habe keine Pokéball, deswegen greife ich einfach mal weiter an. Ey! Ja, easy, ne? Level 10, Fragezeichen? Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Alter!
Ach, sie ist aber trotzdem ganz schön heavy, ne? Was hat Spaß? Moment. Grün-technisch gesehen habe ich gerade gewonnen, ne? Möchte ich nur mal kurz anmerken. Aber ich glaube, story-technisch sollte mir Mew auf die Schnauze geben. Ich habe nicht verloren, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja, okay. Ich habe vielleicht im Nachhinein verloren, aber im Kampf selber habe ich gewonnen. Ja, okay. War jetzt vielleicht nicht so. Ja, Mew ist halt, ne? Mew ist halt, nicht easy, ne? Okay, und das ist, glaube ich, das erste Manga-Chapter gewesen, ne? Chapter 2. Missing Pokémon. Boah, es ist kalt, ich richtig am Frieren, ey. Ja, ich weiß, Mama, ich sollte nicht draußen im Regen spielen. Ja, ich weiß. Ich habe doch nur trainiert. Ich muss doch stärker werden. Ich muss der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war, Mama. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Er spricht seinen Vater an. Kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr Infos zu seinem Vater? Ich soll Professor Eich besuchen. Okay, gar kein Problem. Alles klar, dann suche ich Professor Eich. Easy. Okay, oder nicht, weil wir keinen Bock haben? Young Man! Jaha, es war ein Spaß. Ich besuche Professor Eich. Alles gut. Ich mach das ja schon. Was? Fashion Box? Ah ja, stimmt. Hier kann man auch seine Outfits ändern. Okay. Aber gut. Dankeschön. Okay, aber der Progress bleibt. Wir sind immer noch Level 9. Wir haben immer noch das Item. Wir haben auch den Trank. Okay, es ist zwar sehr, sehr storylastig, aber der Progress, den wir haben, also es lohnt sich, alles aufzusammeln, durchaus. Okay, Professor Eich besuchen. Ja, gar kein Problem. Dann gehen wir doch mal dahin. Oh, ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Hi. Ramu. Aha, ein Teleport-Service. Ja. So. Das ist also das Labor von dem verrückten Professor Eich. Pokédexe. So. Und Pokémon. Ein Habitak, ein Bisasam, ein Tragosso und ein Pummeluff. Ich glaube. Ich glaube, im Manga war das so, dass die Pokémon hier in den Bällen quasi sind und man sie so quasi ganz klein in den Bällen gesehen hat. Tja, was muss ich hier genau machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hallo, Bisasam. Na? Okay, warte mal. Suchen wir uns hier gerade ein weiteres Pokémon aus? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Also, was haben wir hier? Pummeluff? Nö. Habitak? Nö. Tragosso? Nö. Ey, komm, ihr kennt mich, ne? Ich glaube, das ist auch im Manga so, dass, das passt, ne? Oh, ein Bisasam. Ja. Natürlich halte ich Bisasam. Oh. Hi. Ich putze hier nur. Ich bin der neue Praktikant. Ich bin kein Dieb. Nein. Eich, ganz ruhig. Erstens, es gibt Baby 150 Pokémon. Ich weiß, das bringt dein Weltbild total durcheinander, aber es ist so. Und zweitens, ich bin kein Dieb. Wow. Alter, voll die Armee. Ey, kann ich alle vier haben?
Ey, nein, Bisasam! Nein, bitte, ich will Bisasam, bitte, ich will Bisasam haben. Oh, komm schon. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Just get them back. Oh. Deswegen heißt das Kapitel so, wie es heißt. Lol. Da ist ein Shigi. Ey, warte mal. Shigi! Shigi! Warte mal. Shigi, Shigi, Shigi. Komm mal gerade her. Ich brauche Hilfe. Komm schon. Ich weiß, dass du hier bist. Shigi? Shigi. Verdammt. Nun. Okay. Ich würde mal sagen, wir haben was zu tun. Wir sollen die Pokémon wieder beschaffen. Gar kein Problem. Wo könnten diese Pokémon sein? Ich habe absolut keine Ahnung. Da ist Pummeluff. Ich sehe Pummeluff. Pummeluff, komm mal gerade her, bitte. Pummeluff. Oh, what? Ich muss die Pokémon besiegen. Level 8! Habe ich Pokebälle? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. Wie soll ich die Pokémon denn bitte einfangen? Ich soll sie schnell einfach besiegen, ne? Oh Gott, ey. Ein Pummel. Ich habe ein Problem. Mach ich vielleicht mit Pfund mehr Schaden? Nein. Nein, 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 nein. Lass es. Lass es. Pummeluff, ich warne dich. Okay, easy. Okay, unsere Beere aktiviert sich. War ja klar, dass sie sich früher oder später aktiviert. Ich greife mal mit Bubble an. Das ist natürlich jetzt schon... Also, es ist ein bisschen unnötig, dass sich unsere Beere jetzt schon aktiviert. Oh nein. Nein! Nein! Oh nein, bitte nicht! Okay, Pummeluff choked rum. Jawoll, sofort aufgewacht, nice one. Nein, das reicht nicht! Ich brauche noch einen Bubble danach. Okay, ich hab's. Alter! Okay, wir haben Pummeluff. Alter! Okay, das war schon ein bisschen heavy, möchte ich mal anmerken, ey. Aber das ist auf jeden Fall Level 10. Oh, puh. Alter, ey. Okay, alles klar. Pummeluff hätten wir schon mal. Habe ich Pummeluff jetzt hier mit im Team oder? Natürlich nicht. Ja, das ist jetzt natürlich, ja, scheiße, meine Beere ist weg. Das ist, ich zeige euch mal das Pokémon Center, ne? Dort sehe ich schon Habitat, den knüpfen wir uns als nächstes vor hier. Hi. ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich würde auch gerne einkaufen. Bisasam wird belasten, ne? Wir müssen Bisasam auf jeden Fall zuletzt machen. Wenn Bisasam ranken lieb kann, bin ich am Sack. Okay, dann machen wir mal Habitak. Level 8. Okay. Diesmal keine Beere, aber ich bin ein Level höher. Soll ich Hypnose probieren? Ich mache erstmal Pfund. Und guck mal, wie viel Damage ich mache. Das ist ordentlich. Das kriegen wir auch so hin. Okay, das ist jetzt scheiße. Aber ich greife einfach mal weiter an. Ja, okay. Das ist easy. Das ist easy. Habitat, gar kein Problem. Haben wir geschafft. Okay. Kein Level up. Okay. Dann suche ich mal Tragosso. Das dürfen wir mit Bubble eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich glaube auch nicht, dass uns Tragosso... Vielleicht gibt uns Tragosso noch Level Up.
Ja, okay. Okay, die anderen Pokémon sind wahrscheinlich dann im Wald, würde ich jetzt mal vermuten. In den Häusern werden sie sich ja wohl nicht versteckt haben. Kann ich... Oh lol, ich kann rennen. Wieso sagt mir das keiner, dass ich rennen kann? Das Professor Eich. Jaha. Ich. Nicht Officer Jenny hier Bescheid sagen. Alles gut, Eich. Alles gut. Also ein Trainer. Scheiße. Das ist ein Trainer. Bist du ein Trainer? Hi. Ey, Dude. Bist du ein Trainer? Willst du kämpfen? Hast Bock? Ich könnte noch ein Level up gebrauchen. Nö, hast keinen Bock. Tja. Zwei gefunden, zwei fehlen noch. Was sind die denn, ey? Ah, hi! Okay, das dürfte einfach sein. Tragosso Level 8, gar kein Problem. Das kriege ich auch ohne Wegen hin. Bobble! Das war mal ein ordentlicher Crit. So, vielleicht Level Up? Ja, das ist Level Up. Das ist auf jeden Fall ein Level Up. Level 11, damit schauen wir auch Bisasam, selbst wenn es rangehen kann. Hoffe ich. Die Aquaknarre! Okay, bringt uns jetzt für Bisasam nicht wirklich viel. Lol. Nein! Bisasam! Nein! Bisasam! Bisasam! Warte! Halt! Bisasam! Wo bist du? Bisasam? Okay. Das ist ja. Oh. Oh, endlich habe ich dich gefunden, ey. Hi, Eich, na? Ich lasse dich da. Ganz ruhig. Bulba! Wow! Ich bin kein Dieb. Moment. Technisch gesehen habe ich diese Pokémon nicht geklaut. Sie sind abgehauen. Also bin ich technisch gesehen auch kein Dieb. Ach komm schon, Eich. Was ist denn los? Haben wir heute Morgen irgendwie in Salz gebadet oder so? Eich, was ist los? Okay, Bisasam ist weg. Ach, schade. Mhm. Aber ich verspreche trotzdem, dass ich es erfangen werde. Okay, wir gehen einfach zusammen los. Ja, das ist ja gar kein Problem mehr. Eich, bist du gerade... Okay. Route 1. Ich hätte gerne mal sowas wie Pokebälle. Habe ich das schon mal irgendwie erwähnt, oder? Tja, auf der Suche nach einem Bisasam. Hi. Aha. Nee. Okay, hier ist nichts. So. Mhm. Mhm. Ja, das sind wirklich sehr gute Trainer-Tipps. Kann ich nur beipflichten. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Hi. Was machst du denn hier? Eine Dodo-Farm. Darf ich einen Dodo haben? Oh! Ein Capable Trainer. Also, ich kenne da jemanden, der ist meistens so in Rot gekleidet, ist sehr, sehr kompetent, wirklich ein wahrer Pokémon-Meister, sag ich dir. Der nimmt sicherlich gerne ein Dodo. Ja, hallo, hier ich? Ich? Kann ich Dodo irgendwie... Okay, hier kriegen wir später wahrscheinlich noch ein Dodo. Wieso steht hier? Was? Lux Shiny? Nee. Wenn das hier ein Shiny Habitat ist, dann möchte ich das erst bekämpfen, wenn ich Pokébälle habe, damit ich es auch fangen kann. Okay,
Wir kriegen da unten später noch ein Dodo und hier steht ein Shiny Habitat. Hammer nice. Gut zu wissen. Hi. Hey du. Aha. Das ist interessant. Das hier sieht sehr verdächtig aus. Hm. Hier gibt es ein Item. Noch ein Trank. Kriege ich eigentlich irgendwann nochmal Pokebälle? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch Pokebälle bekommen. Oh Mann, ey. Also, Quapuzzi muss hier aber echt carryen am Anfang, ne? Aha. Kriege ich vielleicht ein Geschenk? Wie ich da noch aus? Hi. Na, Eich? Ja, ne, Rücken und so, ne? Eich, weißt du Bescheid? Wir haben Viridian City erreicht. Hammergeil. Ich würde gern Pokebälle kaufen. Ja, Bisasam finden wir schon. Hm. Okay. Das klingt doch nach dem Plan. Wir teilen uns auf und fragen die Leute in der Stadt, ob sie Bisasam gesehen haben. Ja, Moment, aber selbst wenn sie Bisasam gesehen haben, heißt es ja nicht, dass es das Bisasam ist, ne? Okay, hier oben ist noch irgendwas. Wo ist denn der Markt? Ich würde ganz gerne zum Markt. Das ist ein Witz. Hier steht jemand vor. Das ist ein Scherz. Ey, hi. Nein, sie renovieren. Oh, ups, das war glaube ich gerade ein bisschen zu laut. Nein, sie renovieren. Das ist jetzt ein Witz, ey. Ernsthaft? Wow. Wow. Hi. Bisasam, ne? Das ist aus mysteriösen Gründen abgehauen. Der Pokéball ist aufgegangen von ganz alleine. Das Fenster war auf, Professor, ich hatte nicht aufgepasst. Das Bisasam ist weg. Okay, sie hat mich eher gefragt. In der Nähe von dem Gym. Guten Tag. Okay, die sind jetzt nicht so die mehr krasse Hilfe. Na, man sollte einen Bisasam nicht essen. Ja, okay. Gut, Bisasam scheint in der Nähe von der Arena zu sein. Ach, das hier ist die Schule. Hi. Eine Schule mit nur 4 Stühlen für 3 Leute. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Was ist hier? Da ist ein Item. Hä? Warte mal. Wie komme ich denn? Hä? Bin ich gerade doof? Wie komme ich denn? Ey! Da! Moment. Wie komme ich denn? Also entweder das ist ein Troll oder ich bin gerade echt doof. Ein Nidoran weiblich. Ja, wenn ich Pokébälle hätte, würde ich das tatsächlich gerne mitnehmen. Ich laufe auch mal weg. Das ist ein Troll, oder? Ich komme da nicht hin. Jetzt? Wo zum Henker laufe ich hier gerade hin, wenn ich mal fragen darf? Oh, das ist die Arena. Okay, hier soll Bisasam sein, ne? Okay, ich brauche etwas, was Walk Smash kann. Ich gehe mal hier einfach gerade in die Arena. Hi. Ah, da ist ja Bisasam. Hi. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist eventuell schon zu Ende. Eine sehr, sehr komische Statue. Ja, Bisasam. Ich würde mal sagen, das ist doch ein guter Punkt, um diese zweite Folge zu beenden. Mal gucken, ob wir das gute Bisasam
nächstes Mal besänftigen können und zurückbringen können zu Professor Eich, damit uns nicht die Polizei auf den Hals setzt. Das wäre wirklich, wirklich formidabel. Und ja, ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ja, dieser Samen. Nächste Folge gibt es hier Action in der, ja, 8. Arena. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.